Hallo und herzlich willkommen, ich bin Stobaka. Weiter geht's mit König Cassander, dem Architekten, und Old World. Ja, die letzte Folge ist schon wieder ein bisschen her. Ich hatte euch damals gesagt, dass es noch eine Weile dauern wird bis Mai. Und jetzt ist es endlich soweit, dass es weitergeht. Jetzt auch mit einer konstanten Folgenabfolge alle zwei Tage. So, Old World hat ja jetzt gerade auch ein bisschen mehr Aufmerksamkeit bekommen, weil es frisch auf Steam veröffentlicht wurde, endlich. Und im Juni kommt die offizielle deutsche Übersetzung. Das hat vielleicht ja einige doch abgehalten, sich dieses Spiel zu besorgen, da es das bisher nur auf Englisch gab, mit einer glorreichen Übersetzung von Revan, also einer Mod, die Revan, der hier auch gelegentlich mal zu Gast war und mitgeschaut hat, der das hier in mühseliger Kleinstarbeit alles selbst gemacht hat. Auch davon gibt es Updates und so weiter. Ist, glaube ich, mittlerweile in der Fassung 1.8 oder sowas in der Richtung. Oder 0.8, ich bin mir nicht ganz sicher. Aber auf jeden Fall hat er hier viel gearbeitet dafür, dass man das sehr gut schon auf Deutsch spielen kann. Jetzt aber im Juni wird offiziell von Morhawk Games das Ganze auch auf Deutsch übersetzt, komplett zur Verfügung stehen. Wann genau im Juni, ist noch nicht ganz klar. Aber, also es wäre ja eigentlich was für einen neuen Start nochmal. Aber wir haben hier dieses alte Spiel, diesen alten Spielstand, den wir auf jeden Fall noch fortsetzen wollen, denn es ist ja nach wie vor spannend. Wir haben diese Runde jetzt, das Jahr 151, nur noch 49 Runden vor Ende, schon zur Hälfte erledigt. Das könnt ihr in der letzten Folge sehen. Wir haben hier unten angegriffen und den ersten Stoß hier der Perser in diesem Krieg schon mal zurückgeschlagen. Allerdings mit wenig Sicht auf diese Gebiete dahinter. Also wie viel da noch kommt, können wir noch nicht sagen. Ob wir jetzt hier schon safe sind, ist fraglich. Unser zweiter Schauplatz, und momentan besteht hier auch noch eine Luftbrücke, wollte ich gerade sagen, eine Wasserbrücke, wo wir unsere Einheiten hin und her schieben können. Aber auch hier oben in Megara sieht es jetzt gerade sehr gut aus. Wir haben uns hier zurückgezogen, wir haben uns aufgeheilt. Aufgeheilt ist ein gutes Wort. Wir haben uns hier geheilt und konnten auch hier den Ansturm erstmal zurückschlagen. Ich glaube, dass ein Großteil der persischen Armee, die hier oben war, jetzt sich hier runtergezogen hat und wahrscheinlich uns irgendwann hier unten begegnet. Jetzt ist die Frage, hier oben haben wir noch nicht gekämpft. Wir werden jetzt zumindest mal diesen Bogenschützen, diesen übrig gebliebenen. Hier ist noch ein Katapult, ein Onager, und ich glaube, hier steht noch mehr. Noch ein oder zwei Einheiten sollten hier oben reingezogen sein beim letzten Mal. Wir werden aber die erstmal umbringen, aber nicht den Komplettvorstoß jetzt wagen in dieser Runde, sondern mit den Bogenschützen, die wir haben. Vielleicht befördern wir auch nochmal was. Da komme ich gleich nochmal zu, vielleicht auch nicht. Ich habe jetzt schon mal vorher gerechnet, also unsere Reiter und unsere Elefanten würden die komplett aufreiben. Aber ich möchte diese halbstarken, also schon halb kaputten Reiter gerne... Ah, das können wir gar nicht, muss auf freundlichem Gebiet sein. Ja, die würde ich gerne zurückziehen und heilen. Deshalb werde ich mal schauen, ob wir mit den Bogenschützen aus relativ safer Distanz... Ah, die sind sogar deutlich besser als die hier. Was ich jetzt nicht ganz verstehe, aber gut. Die werde ich mal hier rüberziehen. Und erstmal aus der Entfernung angreifen. Jawohl. Und jetzt machen wir das gleiche noch mit einer anderen Truppe. Ziehen die dahin zurück. Können wir mal gucken, von wo wir... Ah, wir können sogar von hier schon feuern. Dann machen wir das hier. Die haben eine große Reichweite hier. Und wir können es sogar komplett von hier machen, glaube ich. Ja, von da könnten wir es machen. Dann müssten wir die Reiter allerdings noch weiter zurückziehen. Wir können die Reiter eigentlich mit den Elefanten austauschen. Dann mache ich das mal. Ich bringe sie um mit Bogenschützen. Die Elefanten stelle ich ein Stück nach vorne. Oder nee, wisst ihr was? Ja, ich weiß nicht, ob jetzt hier irgendjemand angreifen möchte, aber ich bringe die Reiter zurück, werde sie heilen. Das gleiche mache ich hier oben. Wie viele Punkte haben wir noch? 15. So, ihr könnt noch geheilt werden.
Und jetzt haben wir noch 13 Punkte. Wir können die Elefanten nochmal komplett heilen. Das macht bestimmt auch Sinn. Und dann können wir in der nächsten Runde den Vorstoß Richtung Onagar und vielleicht auch Richtung Proptasia wagen. So. Ja, hier unten müssen wir der Dinge harren, die da kommen. Unsere Siegidee, also wir bekommen die Kohorten in 4 Jahren, was ganz schön lange dauert leider noch, was uns dann die Schwertkämpfereinheiten freischalten wird, die vielleicht gegen diese momentan komplett überstarken Schwertkämpfer der Persier dann ankommen werden. Es ist so, dass wir hier, also dass sie mit einem Schlag quasi eine untrainierte Bogenschützeneinheit so weghauen. Und auch für die Nahkämpfer, die wir haben, brauchen sie normalerweise nur 2 Schläge. Wir werden hier noch was verlieren. Das geht nur mit geballter Kraft hier für uns, dass wir einzelne Einheiten hier umbringen. So, aber wir schauen nochmal, was wir sonst noch hier eventuell zu tun hätten. Wir könnten nämlich unsere Prinzessin unterrichten, ich denke, und Timea ebenfalls. Herzogin Timea. Die ist 12, Erixo ist schon 14, die wird das Ganze übernehmen und wir haben sie immerhin Erixo genannt nach unserer berühmten Königin. Insofern wollen wir sie mal unterrichten. Ich weiß nicht, ob jemand gerade Zeit hat überhaupt. Der hat eine Aufgabe. Perdikas kann das machen. Ist ein Gelehrter am Hofstaat. Ich lasse das dich mal machen, damit Erixo noch ein bisschen was lernt. Das ist, glaube ich, nicht schlecht. Dass wir Einheiten gesichtet haben, ist klar. Wir werden wahrscheinlich auch ein paar Aufklärungsschiffe hier hinten noch haben, die vielleicht jetzt angegriffen werden. Aber vielleicht können wir hier auch nochmal reinschauen. Hier hatten wir einen Angriff. Ja, wir sind leider auf See auch ziemlich unterlegen, muss man sagen, gegen die Perser. Und hier stehen auch noch haufenweise Babylonier, mit denen wir ja auch im Krieg sind. Sowohl mit den Babyloniern als auch mit den Karthagern sind wir ebenfalls im Krieg. Wir können jetzt gucken, ob wir hier einfach dran vorbeiziehen oder ob wir die in Sicherheit bringen, weil ich glaube, die schaffen nicht so viel. Also wenn, müssten wir da lang ziehen. Wir könnten auch die angreifen, einfach mal in einem Akt des Wahnsinns. Ja, ich glaube, lieber ein bisschen Damage machen, als weil heilen können wir das nur zu Hause. Also entweder kommen wir jetzt rüber oder nicht. Ich fahre da mal. Ach ja, da waren ja noch mehr. Alles klar. Ja, dann verzwirbel ich mich erstmal, weil die sterben ja bei der nächsten Runde. Wir könnten hier noch einen Speerkämpfer. Ah, das ist vielleicht was. Ich meine, es ist auch nicht ungefährlich. Die kriegen auch was ab. Vielleicht von, also die Schiffe können ja trotzdem nach Norden fahren, aber sie haben hier eine Seelinie gemacht. Ja, ja. Die sind schon um einiges aufgewertet hier. Ich gucke nochmal auf die anderen 3. Vielleicht können wir hier, die Brücke sollten wir beibehalten, damit wir im Notfall hier die Einheiten runterkriegen. Ich würde die vielleicht nochmal weiter befördern, 370. Obwohl, nein, genau, ich weiß, warum ich das nicht machen wollte, denn in vier Jahren, wenn wir die Kohorten bekommen, wenn wir jetzt überall die Sachen beschleunigen und unser Training dafür ausgeben, dann haben wir dann, wenn die Kohorten kommen, nicht die Chance, hier überall das alles zu beschleunigen und die schnell zu befördern. Ich glaube, das ist am wichtigsten, dass wir jetzt 4 Jahre durchhalten und dann mit den Kohorten ordentlich zuschlagen. Okay, also, ich hau hier ab. Mit den Dänen sind wir auch im Krieg, glaube ich. So, und hoffe, ich bin erstmal außer Sichtweite. Dann können wir noch schauen, ob wir... Also erstmal haben wir noch Mardaman, die nichts tun. Die haben einen Farmer hergestellt. Was können wir hier überhaupt machen? Wir könnten hier noch einen... Momentan sind die Langbogenschützen unsere besten Einheiten. Und ich kann noch mal schauen, welche... Die Keulenkämpfer können zu Schwertkämpfern aufgerüstet werden. Das geht, glaube ich, jetzt gerade noch nicht. Logischerweise, weil wir sie nicht haben. Ich muss mal ganz kurz drauf gucken auf so einen... Ah nee, das ist ein Baumeister. Haben wir noch einen? Wir haben noch einen Axtkämpfer. Nee, den können wir gerade nicht aufwerten, logischerweise. Okay.
Na dann produzieren wir hier, was haben wir denn hier stehen? Einen Schrein der Ninurta steht hier. Eine Kaserne haben wir hier gebaut. Eigentlich müssten wir das weiter aufbauen. Er empfiehlt uns ein Odeon, einen Gerichtshof oder eine Bibliothek, was wir gut gebrauchen können. Aber noch ist keine Religion, also kein Christentum hier, ist, um unsere Dings hier zu erfüllen, brauchen wir insgesamt 6 Kathedralen. Momentan haben wir nur eine. Ich glaube, wir sind gerade dabei, eine hier unten noch zu bauen. Wir haben noch einen jüdischen Priester hier, einen jüdischen Jünger. Auch da könnten wir uns nochmal... Ja, vielleicht machen wir das. Schnell gewinnen. So schnell es geht, gewinnen. Kannst du mir kurz zeigen, wo ich den jüdischen Tempel bauen kann? Ah, den kann ich natürlich nur da bauen, wo der christliche Typ gerade steht. Baut der da schon was? Weil hier brauchen wir eigentlich nichts mehr. Hier haben wir ja schon die christlichen Tempel und die christliche Kathedrale. Unsere erste, die steht hier. Das sollte der Bereich für Halikarnassos sein. Das heißt, wir können jetzt eigentlich einen christlichen... Wir müssten mal erst einen christlichen Tempel bauen. Das können wir da machen. Weil wir brauchen den christlichen Tempel, um die Kathedrale bauen zu können. So rum ist es. Jetzt gucke ich nochmal beim jüdischen Tempel. Nee, den scheinen wir nicht bauen zu können mehr. Vielleicht geht nur eine Religion pro Stadt. Und hier hinten ist alles jüdisch. Naja, dann gehen wir mit dem nach oben. Haben wir dafür noch genug Punkte? Muss ich noch irgendwas anderes machen? Ich glaube nicht. Dann gehe ich mit diesem guten Mann Richtung Ninive und baue hier einen Tempel. Und dann schicke ich den Jüdischen nach oben. Und dann können wir hier auch beginnen. Entweder in Sparta, da ist das Judentum auch, genau. Schicke ich den nach oben. So, dann sind wir damit durch und wir haben noch die eine Stadt, die jetzt, ja, ich würde sie eigentlich gerne noch ein bisschen pushen, die Stadt, aber ich glaube, wir müssen uns jetzt auf den Krieg beschränken bzw. fokussieren. 7 Jahre für einen Keulenkämpfer oder wir machen noch einen Reiter. Die Reiter sind eigentlich auch ganz cool. Ich mache einen Reiter hier oben. Okay, und dann sind wir mit diesem Jahr durch und schauen, was die Perser uns entgegenschicken. Wir haben sehr viele Baumeister, die untätig sind, aber wie gesagt, gerade wird alles an Befehlen für den Krieg aufgewendet. So, dann schauen wir mal. Babylonier sind ab Zug. Ich weiß gar nicht, ob das vorher auch schon angezeigt wurde, wie hier die Befehle der anderen Truppen auch langsam runtergehen. Ich glaube, das ist neu. Ja, das ist ja der Krieg auf der anderen Seite der Welt, der uns in dieses ganze Schlamassel reingezogen hat. Und der eindeutig nicht für unsere Freunde, die Ägypter, ausgeht. So, hier kommt jetzt der erste Angriff. Obwohl, das haben sie ganz gut geschafft. Das haben sie auch ganz gut geschafft. Die Speerkämpfer wiederum, ja, die haben nur einen Schlag gebraucht. Und ja, das könnte jetzt bei den Bogenschützen ähnlich aussehen. Hier sind doch noch eine ganze Menge Leute. Was machen die? Ganze Menge von ihren Schwertkämpfern. Und sie haben Armbrustschützen auch noch. Heieiei, das wird fies da bei uns unten in der Hauptstadt. Und jetzt denke ich gerade, verdammt, ich habe was falsch gemacht. Ah, was heißt was falsch gemacht? Aber ich habe noch Einheiten unten hier. Die hätte ich nach oben ziehen können. Das wäre, glaube ich, klüger gewesen, als die Jünger da runter zu schicken. Und sie, okay, der Zoroastrismus hat sich, Gesetzlichkeit entwickelt. Okay, also das wird in der Glaubensrichtung jetzt bestimmte andere Boni geben. Okay, Herzog Hephaestion, unser Bruder, hat Disziplin verloren. Herzogin Anüte ist alt genug, um unterrichtet zu werden.
ein Kaufmann von uns, unser Kaufmann ist zum Judentum konvertiert und die Agiaden-Familie ist komplett zum Judentum konvertiert. Die sind zufrieden. So, wir haben einen Ancient Temple gefunden, einen alten, eine verlassene Stätte sozusagen. Und während der Konstruktion dessen in Assur, während einer Konstruktion haben sie diesen Tempel gefunden in der Nähe von Assur. Es hat jetzt alles erstmal aufgehört zu arbeiten. Die wollen erstmal gucken, was das jetzt ist. Was wollen wir machen? Wir können entweder einen Akolyten bekommen in Assur oder das ganze Ding zusammen runter abreißen für Stein. Ich denke, dass wir diesen Akolyten uns besorgen. Also, Herr Rüxo kann irgendwie überhaupt nicht, lernt überhaupt nichts. Sie soll eigentlich Commerce lernen, also Wirtschaft, aber irgendwie, ja, hat sie keinen Bock drauf. Sie ist nie da. Sie gibt alles Mögliche aus. Vielleicht sollte sie einen anderen Weg wählen. Wir können sie extravagant werden lassen oder sie nach Hause holen. Nicht länger Schülerin des Kaufmanns. Dann wird sie bitter. Nee, du sollst mal schön weitermachen. Herzogin Anüte wird genauso wie ihre Mutter, Königin Gemahlin Mandana, unsere persische Frau. Wir werden sehen, was das wird. Sie wird entweder Geschäftemacherin, witty oder korrupt. Also gewitzt oder korrupt. Korrupt. Wie schön. Ja, und jetzt will sie lernen, wenn sie schon korrupt ist und wir gerade im Krieg sind, würde ich sagen, lerne mal Taktik. Sollte etwas mehr in die Richtung gehen. A time to kill. Jetzt geht's weiter hier. Tatsächlich. Ich glaube, das haben wir beim letzten Mal schon mal. Haben wir das selbst gesagt beim letzten Mal? Auf jeden Fall diskutieren wir gerade, wie wir mit Persien weiterverfahren wollen und überlegen, unsere Königin umzubringen, würde ich sagen. Alle stimmen zu. Und jetzt soll es praktisch werden. Worauf wollen wir uns fokussieren? Auf Geheimnistuerei, also Geheimnistuerei oder auf Geschwindigkeit. Je schneller, desto besser. Lasst uns versuchen, unerkannt zu bleiben. Oder wir lassen das mal. Ich würde sagen, lasst uns versuchen, unerkannt zu bleiben. So, und dann schauen wir weiter. Genau, die hier meinte ich. Das sind noch alte Bogenschützen. Die ich, glaube ich, natürlich nicht aufwerten und dann ziehen kann. Hier gibt es einen langen Bogenschützen. Ja, die müssen wir unbedingt hier rüberziehen. Na gut, also wir müssen uns auf jeden Fall insgesamt sowieso jetzt zurückziehen. Ihr seht, wie wenig Schaden wir hier machen an einer Einheit. Das ist echt ein Witz. Und sobald die hier in den Städten stehen, macht es, glaube ich, noch weniger Schaden. Das heißt, wir sollten uns zur Verteidigung in die eigenen Ländereien schon zurückziehen. Aber es sieht wirklich ganz, ganz böse aus. Also ganz böse. Das ist ein Baumeister sogar nur. Ne, wir haben richtig was verloren. Ich glaube auch, dass das, was ich meinte, mit der hat es ganz gut geschafft, dass das jetzt nicht wirklich der Fall ist, sondern der stand hier drunter unter dem Baumeister. Die haben einfach den Baumeister gar nicht angegriffen. Ja. Nicht einfach. Und vor allen Dingen müssen wir einfach uns trotzdem so klug zurückziehen. Von Stadtteil kriegen die mehr, Nahkampf und Infanterie mehr. Von Stadtteil können wir aber momentan nur den hier unten angreifen und der kriegt wahrscheinlich eine extra Verteidigung durch den Stadtteil. Verdammt. Okay, der muss auf jeden Fall zurück. Das ist eine Karawane hier.
1, 2, 1,5. Der kann gar nichts machen. 1,5. Naja, mit allen zusammen kriegen wir vielleicht wieder einen weg. Wenn wir jetzt mal sagen, wir müssten hier unten eigentlich auch nochmal uns positionieren, damit die nicht überall reinkommen. Echt, das ist echt fies. Einer aus der Nähe. Von da leider nur ein halber. Okay, ich ziehe erstmal zurück und gucke mal, von wo aus sie, wenn wir den hier nehmen, ist in den Wäldern, bringt es bei den anderen mehr. Da haben wir einen, da 1,5. Die Armbrust können wir bestimmt auch weghauen. Oder wir ziehen uns so zurück, dass wir nur die hier unten. Die werden gerade von dem zum Beispiel mit 2 angegriffen. Und er hat eine ordentliche Reichweite. Er könnte sogar aus der Stadt angreifen. Also. Der jüdische Jünger. Der Keulenkämpfer. Ich ziehe jetzt einfach mal. Da sind 2. Keulenkämpfer bringt hier nur 1,5. Ich würde jetzt trotzdem. Der ist noch frisch. Das heißt, der zieht mal darüber. Diese total zerstörte geht zurück in die Stadt und schießt auf die. Ihr werdet auch auf jeden Fall angreifen. Insofern machen wir das jetzt. So, und dann ziehen wir uns von Norden nach Süden zurück. Ja, die müssten nah ran, um es wirklich zu schaffen hier. Die können allerdings aus der Entfernung genauso gut feuern. Ja, wie kriegen wir die davor weg, dass die jetzt alle in die Stadt ziehen? Das ist noch ein bisschen das Problem. Du kriegst hier einen Bonus, ne? Ja. Und machst da nicht so viel Schaden. Dann ziehe ich dich jetzt zurück und lass dich heilen. Vielleicht hältst du dann noch ein bisschen was aus. Ihr zieht euch zurück in die Stadt, soweit es geht. Müssten wir eigentlich auch heilen. So. Eins, zwei. Was macht ihr? Auch eins, zwei. Zwei bis 2,5. Dahin, dann kann der andere... Warte mal. Auch 2. Da müsste eigentlich Zone of Control sein und der hier hat, glaube ich, nee, der hat keine Zone of Control. Schade eigentlich. Und ihr habt auch keine, ne? Jetzt dahin runterziehen. Uns fehlen Leute. Eindeutig fehlen hier Leute. Aber vielleicht kommen sie da nicht ganz durch. Okay, also, 1, 2, haben die haben schon geschossen, die haben schon geschossen. Dann bringen wir euch. Da sind es sogar 1,5. Wir bringen den eh um. So, Nummer 1. Und dann bringen wir jetzt den zu Fall, indem wir uns da oder... noch weiter außer Reichweite stellen dahin. Zumindest einer nochmal weg. So, und jetzt müssen wir die beiden noch halbwegs so positionieren, dass sie nicht unsere Stadt überfallen. Ich denke, wir gehen mit denen. Ja, die würden da nur Punkte bekommen. Die kriegen hier einen Bonus. Bogenschützen, Bogenschützen, wenn wir jetzt die letzte... Nee, ich stelle euch dahin und heile euch nochmal. Und ihr geht jetzt erstmal darüber und verschießt noch diesen schwachen Pfeil hier. Darüber. Ein schwaches Pfeilchen. So.
damit sollten wir hier unten eigentlich alle bewegt haben. Das ist eine Karawane. Und jetzt mache ich das, was ich schon in der letzten Runde hätte machen sollen. Ich gucke noch einmal nach oben. Ja, hier ist Friede, Freude, Eierkuchen. Da ist ein Schwertkämpfer nochmal. 9,2, ey. Die sind einfach zu fett. So, das heißt, den Langbogenschützen schicke ich schon mal los. Euch werte ich auf Langbogenschütze. Euch auch. Und hier haben wir noch einen Hopliten, den schicken wir auch los. Ja, ist eine Runde zu spät. Hätte ich mal in der letzten Runde schon was getan dafür. Na gut. Was haben wir noch? Also wir können natürlich unsere Leute hier auf irgendwelche Missionen schicken. Brauchen wir aber jetzt nicht notgedrungen zu tun, sondern wir machen mal hier oben weiter. Ich denke, wir sollten den Vorstoß jetzt wagen. Ja, wobei, wir müssen die natürlich erstmal... Wir könnten von hier angreifen. Allerdings müssten wir dann insgesamt ein bisschen weiterkommen. Den können wir aufwerten zu was? Zum Keulenkämpfer. Der kann aber auch einfach mal angreifen hier. Weil der steht in der Stadt. Wir können ihn ja wieder heilen. Machen wir mal ein bisschen Ärger hier. So. Und ich glaube, wenn ich euch ziehe, ziehe ich euch noch ein Stück. Oder ich heile euch jetzt erst noch. Momentan gehen die Wände dann außen rum. Ja, komm, ich mache euch erstmal gesund. So, euch auch gesund. Dann glaube ich, bevor ich da oben weitermache, würde ich diesen Hopliten mal beschleunigen. Da muss ich nochmal gucken. 420 kostet uns das. Und 15 Unzufriedenheit. Aber das ist in Ordnung. Zwei Bürger machen wir nicht. So, dann haben wir den Hopliten auch schon in der nächsten Runde. Haben wir noch was, was wir da oben kriegen? Wir einen Axtkämpfer in der nächsten Runde. Hier machen wir noch einen Offizier. Ninive ist untätig. Müssen wir uns auch anschauen. Und ich glaube, wir sind gerade mit den Langbogenschützen am besten bedient. Einfach, weil die am meisten Schaden machen gerade. Wobei wir natürlich Nahkämpfer brauchen, die in irgendeiner Form ein bisschen was aufhalten. Weil natürlich unsere Bogenschützen im Nahkampf jetzt nicht so prickelnd sind. So, wir können mal schauen, ob wir von weit weg... Ich gehe mal einen Schritt nach vorne hier mit den anderen Truppen. Ich möchte eher von oben ran. Das ist mir zu nah. Der Elefant kommt hier hoch. Die kommen hier auch hoch, wenn wir noch was haben... Ja, Moment, wir haben jetzt nur noch Bogenschützen. Dann stelle ich die jetzt da oben ein Stück weiter oben auf. Und schau mal, dass wir dann in der nächsten Runde darüber gehen. Jetzt haben wir nur noch zwei Punkte. Allzu weit ist es nicht mehr. Dann kann ich jetzt nochmal schauen. Der ist jetzt schon am Bauen. Dann schicke ich den jetzt nach Sparta, beziehungsweise ich schaue mal, ob ein jüdischer Tempel überhaupt möglich ist. Nein, scheinbar nicht. Aber es ist doch... Moment, was brauchen wir denn für einen Tempel? Kann ich außerhalb eigenem Gebiet, entfernt Dickicht. Und benötigt Stadt mit Judentum. Ja, das haben wir doch alles. Das müssten wir eigentlich auch alles in Sparta haben. Ich gehe da mal hoch. Schauen wir mal, ob wir da das besser hinkriegen. Weil die Stadt ist doch jüdisch, richtig? Ja. Okay. 3 Jahre bis zu den Kohorten. Und wirklich, Pella, unsere Hauptstadt, ist ganz schön in Belagerung. Ich hoffe sehr, ich beende mal dieses Jahr, dass wir das noch halbwegs schaffen. Der Baumeister wird vielleicht jetzt nochmal umgehauen. Insgesamt, was die Ressourcen angeht, wir können uns noch ein bisschen um Holz kümmern, aber ansonsten sieht es eigentlich ganz gut aus. Training sparen wir uns ein bisschen auf. So, wie läuft dieser Angriff? Das kriegen alle ein paar HP und... Oh. Ja, der Axtkämpfer ist auch Geschichte. Verdammt, ey. Wirklich.
und der auch. Ja, das ist böse. Das ist böse hier. Und da kommt noch einer. Ui, das könnte auch noch... Nee. Oh, und da kommt noch einer. Hallelalalalalal. Das war's auch für die. Wir haben 3 Einheiten verloren. Naja, wenn wir... Und da kommt noch einer. Das war jetzt kein Schwertkämpfer, glaube ich. Das muss irgendwas anderes gewesen sein. Aber das sieht richtig, richtig böse aus hier. In unserer Hauptstadt. Patriarch von Karthago ist Oberhaupt des Zoroastrismus geworden, Hofrätin Berenice. Unsere Meisterspionin ist im Amt gestorben. Bringt uns ein bisschen weniger Forschung, hoffentlich nicht insofern, als dass wir dann dafür noch länger brauchen. Und die Schypseliden-Familie ist zum assyrischen Heidentum konvertiert. Die ist jetzt erstes. Schauen wir uns ganz kurz an. Wir haben hier 2 Geschichten, das machen wir jetzt noch. Ursprung des Reiches. Cato, der große Denker und Politiker in Malidia. Oder wartet mal. Nee, wir machen das jetzt nicht. Das machen wir schön. Anfang dieses Zuges machen wir beim nächsten Mal. Aber schaut euch das an, das ist ja richtig böse. Das ist nur ein Rekrut. Das ist nicht ganz so schlimm. Die kommen jetzt zur Unterstützung, theoretisch. Aber es ist halt nicht viel, ne? Schaut euch mal an, wie viel Schaden die machen. Das ist ein Witz. Auch der neue Hoplit hier. Das ist ganz böse. Na gut, liebe Leute, wir schauen mal, ob wir dann auch wieder rauskommen aus diesem bösen Krieg gegen Persien. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, macht's gut.